Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zur zweiten Folge von der dritten Staffel im Hard Mode. Ja, Leute, Folge 3 von The Forest. Und bevor es losgeht, noch einmal ganz kurz Werbung, weil nicht alle mich auf Instagram und so haben. Ich habe extra für euch einen Snapchat-Account gemacht. Auf dem könnt ihr mich einfach hinzufügen, MikaHD. Ich nehme euch alle an. Da seht ihr Hintergrundinformationen und Sachen, die ihr sonst nicht sehen würdet. Und wer Bock hat, kann mich einfach hinzufügen. Und jetzt fangen wir an. In Folge 2 habe ich geplant, wir werden auf jeden Fall uns richtig dick ausrüsten. Weil, ja, wir haben noch nicht viel. Ich zeige einmal unser Inventar. Und wir brauchen eindeutig noch ganz viel. Und in der Folge laufen wir einfach, würde ich sagen, komplett überall her und besorgen uns unseren Krempel. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Und ich würde sagen, wir orientieren uns hier an der Klippe, laufen weiter und gucken einfach mal, was wir so alles in der Folge schaffen, schon zu besorgen. Oh mein Gott. Okay, wir sind ganz unten. Der Wind ist leicht am Pusten, das ist auch noch gut. Ach, wir haben ja noch gar keinen Beutel, sonst hätte ich jetzt hier die Pilze mitgenommen. Okay, weiter geht's. Okay, da hinten ist die Yacht, sehr schön. Wir sind da, da ist die Yacht. Sehr gut, die nehmen wir auf jeden Fall als erstes mit und von da aus gehen wir weiter. Holen uns die rostige Axt und die Taucher-Equipment und von da aus gucken wir mal. Aber erstmal aufs Boot. So. Zeitschrift. Okay. Schädel. Foto, Teddybär, grüßlicher Teddybär. So, trinken, Sauerstoffflaschen, der Camcorder. Ist noch ein Foto. Und den Stoff nehmen wir uns auf jeden Fall auch mit. Oh ja, die Mutanten, die Muschis, auf die freue ich mich. So, dann essen wir doch mal ganz kurz den Schokoriegel. Okay. Wir brauchen noch die Seile. Yep. Yep. Was, wir sind voll? Ja, krass. Okay, sehr gut. Weiter geht's. Es tut mir so leid, aber ich muss euch töten. Ich brauche auf jeden Fall einen Schlitten, Leute. Da geht kein Weg drum rum. Ist es schon tot? Nee. Stirb! Mach es mir doch nicht noch schwerer! Sehr schön. Perfekt. Schlitten ist am Start. Hier ist das Grab, die Kassette und das Bild nehmen wir auf jeden Fall auch schon mal mit. Sehr gut. Komm, die Koffer nehmen wir auch eben mit, was soll's. Lecker, lecker, lecker Blaubeeren. So, wir müssen jetzt hier eigentlich am Eingang sein. Ja. Lecker, lecker Blaubeeren. Da geht's rein. Komm, die Sticks nehmen wir auch nochmal eben mit. Kavusch. Vielen Dank. Okay. Los geht's. Let's go. Hallo. So, ich habe eben für euch den Blockbuster-Effekt angemacht, damit ihr besser sehen könnt. Und ich würde sagen, los geht's. Oh shit. Ist hier irgendjemand?
weiß nicht, ob sich hier drin auch irgendwas wegen dem Update verändert hat. Hallo. Okay, da hinten halber. Ah ja, hier sind doch zwei Stück, müssten die eigentlich sein. Das ist natürlich die Frage, rennen wir einfach an allen vorbei und machen wirklich nur ein Equipment? Nee. Was? Oh, 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 oh. Okay, Burn. Burn, das ist dein Po. Denkst du, ich sehe dich da oben nicht? Kommst du so angeschlichen? Was? Ich geb direkt eine Schelle. Komm, 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 kein Stress hier. Jungs, es war nur Spaß. Oh, wow, 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 wow. Wo bist du hin? Gott. Oh, was ist denn falsch mit euch? Dann müsst ihr beide wieder brennen. Verrecke. Oh Gott. Okay. Was? Komm, hau ab. Oh shit. Ja, alles ist gut. Okay, okay, okay. Die Fackel ist auf jeden Fall zu Ende. Das heißt, oh! Shit. Lass mich in Ruhe. Was ist denn falsch mit euch? Oh shit. Komm ran. Okay, sie geben uns eine Sekunde. Perfekt. Jetzt sehe ich euch, meine Freunde, jetzt sehe ich euch. Kommt ran. Oh, 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 oh. Oh, da kam noch der zweite. Ja, boxt euch selber. Hau deinen Kollegen um, korrekt von dir. Stirb, 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 stirb. Stirb. Haben wir sie? Wir haben sie. Oh. Oh mein Gott. Holy shit. Noch ein Teil von Timmys Spielzeug. Sehr gut. So, den nehmen wir auch auf jeden Fall noch mit. Dann essen wir noch mal eben ein. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Grüß euch. Hallo. Ja, grüß euch. Aber wisst ihr, dass ich mit euch gar keinen Stress will, weil ich von hier gar nichts brauche? Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch ein schönes Leben. Oh mein Gott, was tue ich? Holy shit. Ja, ihr habt mich nervös gemacht. Lasst mich in Ruhe, Mensch. Oh, 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 oh. Shit. Oh shit. Okay, hier müsste doch jetzt eigentlich jeden Moment die Taucherausrüstung sein. Kreuz haben wir auch noch, sehr schön. So, hier ist die Taucherausrüstung. Sehr geil. Okay, weiter geht's. Lass uns die eben ausrüsten. Seid ihr bereit für den Sprung ins Wasser? Let's go. Babymutanten brauchen wir von hier eigentlich irgendwas eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Lasst mich in Ruhe, ich brauche nichts von euch. Ich habe euch nichts getan. Habt ihr verstanden? Ihr sollt mich in Ruhe lassen. Jetzt versperrt uns hier noch ein Tor den Weg. Kein Problem, Leute. Ich habe an Steine gedacht. Taschenlampe an für euch. Nee, nicht mein Katana kommt da drauf. Sondern hier, wir packen die Steine drauf. Und los geht's. Okay.
Okay, was haben wir denn hier nochmal alles? Eine kleine Bibel. Ja, ganz schön viele Flares. Noch eine Bibel. So, ich mache euch mal das Feuer an. So, komm, macht das Feuer an, bitte. So. Okay, das hätten wir auch. Dann ist hier die rostige Axt. Und noch eine Skizze vom Mutanten. Sehr schön, die hätten wir auch. Ja, Virgins. Yes, ich freue mich schon auf euch. Okay, Leute, ich würde sagen, weiter geht's. Weiter geht's. Geht's weiter. Lass uns da hoch. Wir sind gleich schon draußen. Es ist nicht mehr weit. Okay, ab ins letzte Wasser. Die Sonne geht schon unter. Ich liebe diesen Ausgang. Shit. Die Sonne geht unter. Wir müssen uns beeilen. Weiter geht's. Okay, die Sonne ist fast komplett untergegangen. Es ist dunkel. Shit, es ist komplett dunkel. Aber wir sind fast da. Wir sind fast da. Hier ist das Camp. Ich renne jetzt auch einfach. Wir sind fast da. Wir haben es gleich geschafft. Renn, 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 renn. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Nur noch ein kleines Stückchen. Ja, hier runter will ich aber noch nicht. Nee, hier nicht. Sondern hier hinten. Wir holen uns noch schnell die Kettensäge. Auf jeden Fall holen wir uns noch die Kettensäge für unsere Base, damit das auf jeden Fall schneller geht. Okay, los geht's. Hallo? Ich will nur die Kettensäge und dann bin ich wieder weg. Noch ein Stückchen tiefer. Ist doch gar kein Problem. Und jetzt? Wir einmal, sind wir hier schon? Ja. Okay, Leute, der Sprung in den Tod. Let's go! Oh. Okay, ich tauche eben hier unten drunter durch. Dafür brauche ich die Tauchausrüstung nicht. Tiefluft anhalten. Okay, wir haben es geschafft. Oh, da unten sind Babys. Hallo, Babys. Wie geht's euch? Ah! Aua, 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 aua. Heiß, 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 heiß. Da ist er vorbeigezischt. Stirb. Okay, wir haben alle. Hier ist die Kettensäge. Sehr schön. Ich würde sagen, lasst uns hier die Nacht verbringen. Und morgen erst weiter. Es ist eh dunkel, es hat eh keinen Sinn. Ich
Ich habe mich doch gegen die Nacht hier drinnen... Nee, ich habe mich dagegen entschieden. Wir brechen lieber in der Nacht draußen auf, als hier drinnen Nacht zu schlafen. Wir nutzen die Zeit und rüsten uns weiter aus. Wir gehen jetzt nochmal hier kurz ins Cave. Und auf dem Rückweg laufen wir dann so, dass wir auf jeden Fall noch die Modern Eggs mitkriegen. Die ist ja ganz bei uns in der Nähe. Aber erstmal jetzt hier noch kurz ins Cave rein. Und die Kletteraxt holen wir uns jetzt noch. Okay, wir sind jetzt hier am Dorf. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Hier sind gerne Mutanten. Kannibalen. Hallo. Schlaf weiter. Vorsichtig. Vorsicht, Vorsicht, vorsichtig. Okay, ich glaube, wir haben es nicht mitbekommen. Abgang. Abgang, Abgang. So. Hier kommen doch wieder Erinnerungen hoch. An die alte Hard-Mode-Staffel, Leute. Wir sind fast bei unserer alten Base. So, hier geht's runter. Okay, komm. Los geht's. Yes, los geht's. Auf ins nächste Cave. Hallo, wir kommen. Oh shit, das ist das tiefe Ding, ne? Oh ja. Hallöchen. Okay, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Bin ich überhaupt, denke ich richtig? Doch, da unten ist doch. Okay. Ich hoffe, es klappt immer noch. Okay, let's go. Wow, 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 wow. Nummer 1. Wow, 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 wow. Okay, Nummer 2, wir sind unten. Alles ist gut. Weiter geht's. Ja. Jedes Mal, wenn ich um die Ecke komme, finde ich den hier wieder krass. Und den hier auch. Aber er ist der krasseste. Oh, Schokoriegel haben wir voll. Ja, komm, dann essen wir nochmal eben einen und nehmen den hier mit. Sind hier nicht eigentlich immer Gegner? Okay, hier sind vier Stück. Vier Stück. Ja, die hat jetzt auch eine Nachladeanimation, daran muss ich denken. Oh, stirb. Oh mein Gott, Leute, The Forest ist einfach das geilste Spiel. Oh, verschossen, verschossen, verschossen. Okay, okay, okay. Stirb. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Burn, im Wasser. Shit, 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 shit. Da kommt der nächste. Lad nach. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Das ist der andere. Egal, den zünden wir erstmal wieder an. Ich glaube, er ist wieder zu den anderen gerannt. Was ist mit dir? Komm hier nicht so um die Ecke. Okay, wir haben keine Munition mehr. Das heißt, jetzt wird weggeschürzt. Was schreist du mich hier an? Die Legende ist zurück. Weißt du eigentlich nicht, wer ich bin? Hast du mich zufällig nie gesehen, oder was? Was ist hier los? Du hängst da doch noch im Wasser. Oh mein Gott, bleib da bloß im Wasser. Nein, er ist raus, ne? Ja, shit, egal. Dann schlitzen wir kurz dich. So, bleib da unten, mein Freund. Bleib da unten, ich habe die rostige Axt für dich dabei. Oh, warum rennst du denn immer aus dem Wasser raus? Ich hätte so schön auf dich drauf springen können. Jetzt hat er... Wow! Habt ihr Respekt oder was? Shit, 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 shit. Okay. Ich trinke einen kurzen Schnaps. Und dann geht's weiter. Oh, 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 oh. Ich brauche doch noch einen Schnaps für meine Nerven. Jetzt lass mich in Ruhe. Was? Hau bloß ab, du. Okay, Leute. Angriff. Komm ran. Oh, der ist tot. Der ist auch tot. Wo ist denn der andere? Hm. Okay, ich glaube, wir haben alle
Weiter geht's. Oh! Wow! Wow, wow, wow! Leute! Oh mein Gott! Mein Herz! Mein Herz! Du kleiner Spast! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, und da unten ist die Kletteraxt. Aber da sind auch noch die, okay. Kein Problem. Kein Problem. Fangen! Oh, wie, ich habe ihn angeholt. Fangen! Da sind ja auch noch die ganzen Babys, stimmt. Fangt! Oh, der kommt gut. Boom! Alle tot! Oh mein Gott, mit einem Hit alle tot. Okay, wir brauchen das hier einmal. Und dann nehmen wir uns einfach das Katana. Ich würde sagen, let's go! Oh nein! Okay, jetzt kann es weitergehen, Leute. Jetzt kann es weitergehen. Shit, das war knapp. Hätten die mich jetzt beide getroffen, wäre Endstation gewesen. Okay, komm ran! Komm ran! Oh, oh, oh. Ich klatsch dich mit, wenn du da in die Wand rennst. Selber schuld. Nein, 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 nein. Ich wollte doch nur die Kletteraxt, hätte ich die noch schnell genommen. Shit, hätte ich noch schnell die Kletteraxt genommen. Scheiße. Hätte ich mal schnell noch die Kletteraxt genommen, jetzt ist der Weg wieder weit. Egal, dann holen wir die in der Folge nicht mehr. Shit. Guckt euch unser trauriges Inventar an. Nein, Mann, wir wären da gewesen. Shit, egal, Tag 4, glaube ich. Ja. Tag Nummer 4. Holy shit. Egal, zum Glück ist es nicht weit zur Base. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück zu Hause. Und von hier dürfte es eigentlich nicht weit zum Modern X sein. Holy shit. Die kleinen Penner. Egal, wir sind wieder zurück. Sehr schön. Eigentlich müsste doch direkt hier über den Hügel die Modern X Base Camp Dingsbums Eingang sein. Doch, doch, ich glaube schon. So, wenn da das Dorf ist, dann müsste doch eigentlich da der Eingang sein. Yes, da ist der Eingang. Perfekt. Okay, los geht's, Leute. Jetzt werde ich auf gar keinen Fall sterben. Auf gar keinen Fall. Wir holen uns jetzt die Modern Axt und hauen erstmal wieder ab und... Da, wo waren wir? Hier rechts, ne? Okay. Okay, ja, wir lassen die in Ruhe. Wir holen uns nur die Modern Axt, rüsten uns... Wow, 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 warum hab ich so ein Lag? Rüsten uns voll aus und gehen dann... Auf Wiedersehen! Gehen dann wieder zurück. Wir brauchen die hier nicht bekämpfen. Dafür nehmen wir irgendwann nochmal eine richtige Cave-Tour. Ist hier runtergejumpt? Ich glaube, der ist hier runtergejumpt. Sah zumindest so aus. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, er folgt uns. Er folgt uns. Seht ihr das? Oh! Du bist ja so krass. Aber jetzt kriegst du die Kombi deines Lebens. Das war der Sprung in die Hölle, mein Freund. Der Sprung in die Hölle. Na komm, trenn dir den Kopf ab. Ich bin nicht sicher, du bist tot. So, Leute. Okay, weiter geht's. Ab in die Schatzkammer. Ist die Taschenlampe irgendwie leer? Was soll das denn hier?
Medikamente. Ich hole einmal die Fackel raus. Ist die Fackel auch leer? Okay, ist ja okay. Lass mal die Fackel anzünden. Mensch, was soll das denn hier so? DVDs. Farbe, Pinsel, dann hier noch. Moment. Aha. So, dann hier Dynamit ohne Ende. Ich liebe die Schatzkammer. Stoff und hier ist die Modern Axe. Die hätten wir auch. Boah, shit, ey. Hätten wir jetzt noch die Dingens gerade gekriegt, dann hätten wir echt eigentlich schon alles gehabt. Shit, ey. Das ist echt doof gelaufen. Hätten wir die noch bekommen, ne? Dann wäre alles einfach perfekt gewesen. Dann hätten wir schon die Kletteraxt noch gehabt. Ah, egal, die holen wir uns nochmal. Nicht so schlimm, lasst uns zurück. Zurück zur Base. Okay, wir sind fast wieder oben. Gucken wir mal, was unser Freund hier macht. Hallo. Tut mir leid, dass ich deinen Freund getötet habe. Wirklich. Wirklich jetzt. Kannst du mir nochmal verzeihen? Ich lasse dich jetzt alleine, okay? Auf Wiedersehen. Oh mein Gott. Renn, renn, renn um dein Leben. Renn um dein Leben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und tschüss. Und tschüss. Seht ihr das? Das ist der schönste Anblick. Wir sind wieder draußen. Wir leben noch. Alles ist schön. Lasst uns zurück zur Base. Die Sonne geht auch schon wieder langsam unter. Sehr geil. Lasst uns zurück zur Base. Das ist gut. Und dann einfach erstmal ein bisschen unsere Base ausbauen. Ein bisschen noch weiter Tiere jagen. Ein bisschen auf Sicherheit gehen. Holy shit. Ich höre nichts. Sehr schön. Ich bin nicht ganz richtig. Ich... Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ich bin freundlich. Scheiße, der holt seine Kollegen. Wir müssen nochmal in die Richtung. Alle. Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Was ist denn hier los? Marigold. Über alles. Ausgehungerte auch noch. Okay, jetzt renne ich mal einfach einmal. Schlauer ist es. Okay, die Sonne geht unter. Da biegt man einmal falsch ab. Wird man direkt fast umgebracht. Alles klar. Wie in Compton hier. Halleluja. Okay. Hier über den Hügel. Dann sind wir aber immerhin schon mal zu Hause. Oh mein Gott. Da hinten sehe ich schon. Oh, wir haben es geschafft. Wir leben noch und sind eigentlich echt relativ gut equipped. Die kann ich übrigens auch mal an den Rucksack packen, fällt mir gerade ein. 1, 2, 3, kommt auf die 4. So. Sehr nice. Doch eigentlich sind wir relativ gut equipped. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hallo. Wer ist denn da? Ist uns gefolgt. Nein, jetzt wissen die, wo unsere Base ist. Hey, ich bin freundlich, wirklich. Hey, 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 hey. Alles cool. Oh mein Gott. Lass uns in Ruhe. Bitte, komm. Wir wollten keinen Stress. Hol dein Team und komm zurück. Ich brauche Knochen. Okay, jetzt hast du es überspannt.
Hier! Was ist denn mit dir? Du kommst hier hin, machst meine Sachen kaputt, obwohl ich dir nichts tue. Komm her. Komm her, du Häuptling. Mein Gott, Leute, ich hab aber irgendwie... Treff ich hier nicht. Was soll das denn? Stirb. So. Jetzt haben wir auch noch seine Waffe, ne? Perfekt. Jetzt sieht's gut aus. Hätten wir jetzt noch die Kletteraxt, Leute. Oh, es wäre ein Traum. Ein Traum ran. Ein Traum wäre das gewesen. Träumchen, meine Freunde. Shit. Egal. Sehr gut. Man merkt auf jeden Fall im Kampf, dass ich schon länger nicht mehr in The Forest aktiv war, kann man sagen. Aber keine Sorge, auch das werden wir noch wieder hinkriegen. Oh, es ist schön zu Hause zu sein. Ist das schön. So. Oh, lasst uns schlafen. Okay, Leute, ich versuche auf jeden Fall jetzt ein Reh zu bekommen. Wir haben mega Hunger. Und ich habe nur hier Gammelbeine draufgehangen. Was war das denn für ein Geräusch? Oh mein Gott, wir haben es gekillt! Wir haben es gekillt! Frühstück! Leute! Geil! Frühstück! Aus. Ja, geil, lecker, Leute. Wir haben Frühstück. Uns geht's gut. So, hier das kleine Mini-Bisschen können wir uns schon mal in den Magen hauen. Dann packen wir uns jetzt hier noch ein großes drauf. Und den Rest hängen wir jetzt hier auf jeden Fall erstmal hin. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Den können wir verbrennen. Daraus will ich Lampen machen. Nice. Nice, nice, nice. So, Leute. So könnt ihr euch das vorstellen. Hier werden wir auch noch irgendwas bauen. Aber quasi, man wird dann hier so durch die Tür reinkommen. Und dann hat man hier direkt den Kamin, wo man sich schön dann immer was zu essen machen kann. Dann hat man hier nochmal einen kleinen Tisch und hier für Molotovs und alles, um sich schnell zu verteidigen und da wieder aufzufüllen, ein Schränkchen. Dann hier werden überall die Lampen hinhängen. Dann haben wir hier zwei Schränke, um Sachen zu sammeln, wie Medikamente und Schokoriegel etc. Hier können wir Hasen farmen. Ja, hier habe ich mir überlegt, so einen kleinen Vorhang zu machen, damit wir wie so einen kleinen Sichtschutz fürs Klo haben. Dann hier hinten noch ein bisschen Waffenaufbewahrung und Schlafen. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles. Viel mehr Platz ist hier nicht. Und den Eingang werden wir dann auch nochmal machen. Vielleicht mache ich ihn aus Stein, da gucke ich dann am Ende nochmal. Aber so vom Großen und Ganzen würde ich sagen, lassen wir es erstmal. Und ich würde sagen, Peace out.